Willkommen zurück bei Humpe ist der Talk. Im zweiten Teil geht es jetzt um eine der vielleicht charmantesten Benefizveranstaltungen, die es in Baden-Württemberg gibt, nämlich die Tour for Kids. Meine Gäste sind Horst Mori, einer der Mitorganisatoren und Mitbegründer. Hallo Horst. Hallo Stefan. Und Silvia Mohn, sie fährt seit diesem Jahr die Tour der Kids mit. Horst, vielleicht erst zu dir. Ihr habt vor mittlerweile 3 Jahren diese Tour gegründet. Der Zweck der Tour ist, die Drachenkinder zu unterstützen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Die Idee war einfach, dass wir zu zweit über die Alpen fahren, der Mitorganisator Tobias Hübner und ich, genau. Wir haben gesagt, wir wollen einfach mal eine andere sportliche Herausforderung in Angriff nehmen, haben gesagt, wir fahren über die Alpen im Rennrad an einem Tag von Ravensburg an Gardasee. Das war die Idee und das war als gleich im zweiten Hintergrund, haben wir gesagt, wir müssen das Ganze charity-mäßig aufbauen. Wir wollen was Gutes tun, dadurch die Akzente auch setzen. Das Geld soll hier im Oberschwäbischen, im Sendegebiet von RegioTV bleiben. Und das war der Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir arbeiten mit RegioTV, mit Radio 7 zusammen, mit den Drachenkindern dort. Mhm. Wie ist das Prinzip? Also es sind jetzt beim letzten Mal, glaube ich, knapp 150 Radler gewesen, die mitgefahren sind. Wie werden diese Kilometer erradelt und wie wird das Geld erradelt? Also das erradelt sich in zweierlei Hinsicht. Wir haben ein sogenanntes Sponsorpool. Dieser Sponsorpool baut sich auf in einem sogenannten Finanzsponsoring, Materialsponsoring und Sachleistungen. Aber auch die Teilnehmer haben anteilmäßig an ihrer Teilnahmegebühr einen Anteil an der Spendensumme X, sage ich jetzt mal. Und wie viel habt ihr mittlerweile zusammengekriegt seit 2010? Also insgesamt sind es jetzt weit über 20.000 Euro. Wir sind letztes Jahr bei 15.000 gelandet. Es war wirklich eine hervorragende Summe. Dieses Jahr werden wir diese Summe leider nicht ganz erreichen. Mhm. Jetzt bist du zum ersten Mal mit dabei, Silvia. Soweit ich informiert bin, bist du eine sehr sportliche Frau, bist eigentlich Personalerin und seit Jahrzehnten quasi Radfahrerin und Triathletin. Was sind so die größten Distanzen, die du als Radfahrerin schon durchmessen hast? Also mit Abstand das längste war jetzt die Tour for Kids mit den 380 Kilometern an einem Tag. Ansonsten bin ich vor genau 10 Jahren mit dem Fahrrad mal von Biberach nach Rom gefahren in 6 Tagen. Das waren damals 1200 Kilometer. Also bestimmt auch noch 1200 Kilometer? Ja, genau, durchschnittlich 200 Kilometer am Tag. Ja. Dann bin ich schon alleine aus meiner alten Heimat Koblenz nach Riedlingen geradelt in 3 Tagen, 450 Kilometer. Letztes Jahr mit dem Mountainbike über die Alpen. Und aktuell plane ich noch vom Kilimandscharo an den Indischen Ozean. Also immer wieder mal so Highlights mit dem Rad. Aber ich merke schon, die Distanzen werden weiter und die Szenen, die du dir vor Augen führst, werden immer spannender. Was ist das Besondere an der Tour for Kids, gemessen an allen anderen Radsportveranstaltungen, die du bis jetzt schon geradelt bist? Also zum einen das gemeinschaftliche Erlebnis, dass man da in einer großen Gruppe fährt und man wirklich von Motorrädern begleitet wird. Wir haben ja von Bozen bis Ravensburg hatten wir freie Fahrt. Wir konnten immer durchfahren. Die Motorräder haben uns, sage ich mal, vor dem Verkehr, vor dem Straßenverkehr abgeschottet. Wir konnten über jede Ampel fahren. Es war immer freie Fahrt. Und das andere ist natürlich der sportliche Ehrgeiz, auch mit was Gutem zu verbinden, nämlich nicht nur einfach jetzt losradeln, sondern zu wissen, dass man damit auch was Gutes tut. Mhm. Du hast gerade angesprochen, ihr seid quasi von einer Entourage aus Motorrädern abgeschirmt worden. Das Ganze hat natürlich viel mit Organisation zu tun. Das heißt, du Horst und Tobias Hübner, ihr seid die Moderatoren, die Initiatoren und auch die Organisatoren von der Dianze. Was steckt da an organisatorischem Aufwand hinter? Das weiß jeder, der ehrenamtlich tätig ist. Das ist ein Wahnsinnsaufwand im Hintergrund. Und wir freuen uns jedes Mal, ich sag mal einen Tag vor der Tour, dass das alles so steht. Weil 24 Stunden bis vor der Tour ist das alles noch sehr vage. Es ist alles zwar, die ganzen Zusagen sind schriftlich, per E-Mail kommen die rein, aber für uns ist eben wichtig, dass die Teilnehmer sich wohlfühlen. Und wenn die Teilnehmer sich wohlfühlen, ist dementsprechend auch die Publizität da. Aber im Vordergrund steht eben unser Charakter des Charity-Events, dass wir die Kinder hier unterstützen. Und das funktioniert nur dann, wenn eine Professionalität da ist, das Ganze dementsprechend optimal aufbereitet worden ist. Und so kann man auch das dementsprechend über 3 Länder durchziehen und durchführen. Mhm. Das heißt, was muss man bedenken und was kann schiefgehen? Ach, das fängt an, ich sage jetzt mal beim kleinsten Punkt, das heißt Wasserflaschen, dass die nicht da wären und hört auf bei, ich sag mal, Genehmigungen für die Motorradpolizeibegleitung, die wir haben auf allen 3 Länderbereichen, Italien, Österreich, Deutschland. Aber viel wichtiger ist für uns eben das Wetter. Und wir sind da immer gut gesegnet. Meistens regnet es am Start, am Tag vor dem Start.
Und wenn wir dann nachts starten, dann kommt der Sternenhimmel raus, weil wir starten ja nachts um 2:30 in Bozen. Und das sichert uns dann natürlich auch und vor allem den Teilnehmern. Man sagt beim Fahrradschaukeln, das ist die halbe Miete. Ja, das Wetter ist das Elementarste überhaupt. Und das ist für uns das Entscheidende am Schluss. Ist auch eine Riesenherausforderung, wenn du bei Regen radeln musst. Ich habe es mal geguckt, wie viele Höhenmeter sind das? 3.500 Höhenmeter, 380 Kilometer am Stück. Wie hält man das durch? Gibt es da auch irgendwie mentale Schwierigkeiten, dass man sagt, okay, irgendwo am Brennerpass, da verliert einem oder verlässt einen die Lust? Nee, den Brenner hat man ja nicht gesehen, da war es ja noch dunkel. Also jetzt sind wir einfach hochgefahren und oben war ja dann die erste Pause. Da wird es dann so langsam hell, dann fährt man nach Innsbruck runter, da wird es dann so langsam warm und sonnig. Dann radelt man den durch das Tal und guckt auf den Tacho, dann hat man irgendwann mal 200 Kilometer. Okay, dann wird es dann schon ein bisschen langweilig. Und dann redet man halt, macht Gymnastik. Die Motorradfahrer haben auch gemerkt, uns wird es ein bisschen langweilig, dann haben die das Radio aufgedreht und da geht es ruckzuck, dann steht man am Arlberg und dann hat man ja was zu tun, dann muss man wieder einen Berg hochfahren, dann ist wieder Pause und dann gibt es Sonnencreme und es gibt immer irgendwas. Man wird auch von den Betreuern immer irgendwie mit einem freundlichen Lächeln empfangen, na, alles fit, und gibt ja dann auch Massage in der Pause. Also es ist immer irgendwas los und dann guckt man wieder die Gegend an und freut sich einfach und man redet ja auch mit den Leuten, die da neben einem radeln. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir keine Luft haben. Wir reden permanent. Und klingt alles sehr einfach. Ja. Ist es auch, ist es auch. Und prägend, und dann hat man ja schon 300 Kilometer auf dem Tacho und dann riecht man so die Heimatluft und dann fährt man die letzten 80 Kilometer mit Gänsehaut. Das ist, ab Tettnang kam ja dann noch der Hubschrauber dazu, das merkt man dann gar nicht mehr. Das Tour de France-Feeling, ja. was ihr da organisiert. Ja, ja, das war also top organisiert, uns hat an gar nichts gefehlt, das war perfekt. Gänsehaut finde ich natürlich schon krass. Geht dir das auch so? Du radelst natürlich selbst auch mit? Ja, dies Jahr leider nur von St. Anton, habe den Arlberg mitgenommen. Aber ich sag mal, diese Eindrücke, die jetzt gerade die Silvia geschildert habe, sind auch das, was du durchweg eigentlich von den Teilnehmern hörst als Feedback. Und das ist auch das, was die Tour eigentlich ausmacht, das Gemeinschaftliche, wie sie schon richtig sagte, das Miteinander, nicht gegeneinander. Es hat ja nicht den Charakter eines Rennens, sondern es hat den Charakter, wir fahren alle zusammen, das ist auch unser Slogan, die Tour for Kids, für ein Ziel, genau. Und das Entscheidende dabei ist eben, miteinander zu fahren, Spaß zu haben, den ganzen Tag begleitet zu werden. Wir haben keine roten Ampeln, wir kennen keine Kreuzung. Wir werden durch die neuralgischen Punkte, die letzten sind so, ich sag mal, Bregenz ist so das Nadelöhr auf der ganzen Strecke, durchgeleitet, durchgelotst. Und das zeigt auch wieder mal, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden auf einem kollegialen Weg immer funktionieren kann. Ja, nicht mit dem Race-Charakter, sondern mit dem Miteinander. Es geht um die Sache für gute Menschen, den karitativen Aspekt. Und das ist eigentlich, sag mal, der Wegbereiter. Jetzt habt ihr die Tour for Kids zu einer echten Erfolgsstory gemacht, weit über die Achse Ravensburg-Bozen hinaus. Ihr geht jetzt in 4 Wochen nach Mallorca. Ja. Macht das dort. Ich habe im Internet gelesen, ihr geht nach Amerika, ihr geht nach Südafrika. Erzählt uns was darüber. Ja, ich sag mal, diese Geschichte Tour for Kids ist eine Zusammenhäufung von verschiedenen Kuriositäten und Bekanntschaften, nennen wir es mal so. Und dann hat man eine Vision, der Tobias Hübner und ich, und versucht, die dann irgendwie umzusetzen. Und meistens passiert es dann so, dass man Leute kennenlernt, die just in diesem Moment, ich sag mal, seit 20 Jahren Veranstalter von Radsport in Südafrika sind. Oder einer unserer Guides lebt in Kalifornien. Und dann fragen wir, du als Visionär, hast du nicht Lust, das zu machen, vielleicht als Veranstalter und so? Und dann sagt er, du, das könnte ich mir vorstellen. Gib mir mal ein bisschen Zeit, das Ganze vorzubereiten. Und dann kommt das Go. Und das ist das, was uns einfach immer antreibt. Wir wollen diesen Spirit, den wir haben, dieses Karitative, möglichst flächendeckend, wie ein Flächenbrand ausweiten. Das ist das, was uns antreibt. Immer mit dem Hintergrund, dass die Kinder in Not, ja, vor Ort unterstützt werden mit dem Geld. Das Geld fließt dort in karitative Einrichtungen. Und das ist eigentlich gemeinsam mit diesen lokalen Veranstaltungen der Sinn der ganzen Geschichte. Das heißt, ich habe jetzt gerade angesprochen, wo das demnächst hingehen soll. Wie weit ist der Planungsstand von Südafrika, von Amerika? Also wir sind jetzt aus den Kinderschuhen heraus. Wie gesagt, der Fokus ist jetzt erstmal auf Mallorca, weil das ist jetzt dieses Jahr unser Highlight. Und dann geht es Schlag auf Schlag nahtlos über Südafrika, beziehungsweise dann das Highlight nächstes Jahr, Ende des Jahres, sollte dann eben Kalifornien sein. Bist du da dabei? Weißt du noch nicht? Das weiß ich noch nicht. Das schauen vielleicht. Wir mal. Ja. Wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, dass ihr sehr viel erradelt.
Eine letzte Frage noch. Wo geht das Geld jeweils hin? Jeweils in eine lokale Kindereinrichtung oder wie ist das organisiert? Also jetzt ist es so, auch noch dieses Jahr ist es so, dass wir es 1:1 Radio 7 Drachenkindern übergeben. Mhm. Da haben wir nächste Woche die Spendenübergabe, ganz groß und offiziell. Wir werden aber ab nächstem Jahr auch karitative Bereiche hier in Ravensburg im Schussental direkt angehen. Das heißt also, wenn eine Firma sagt, sie hat eine Familie, die sie kennt, wo Not am Mann ist, sowohl finanziell auch als menschlich, da versuchen wir diese Lücke zu schließen, um dann unseren Teil dazu beizutragen, hier vor Ort denen Kindern in Not zu helfen. Und das gleiche in Kalifornien, das gleiche genau. In Südafrika, immer lokale Richtig. Projekte werden unterstützt. Genau. Finde ich eine Riesensache. Ganz toll, wünsche euch ganz viel Erfolg, dass das Danke. Ein weltweiter Exportschlager wird. Die Tour for Kids, Horst Mori, Silvia Mohn. Herzlichen Danke. Dank.